Die Geschenke aus Österreich für ganze Welt. Österreich ist ein relativ kleines Land mit 9 Bundesländern. Die Alpenrepublik wird oft nur als kleiner Bruder von Deutschland wahrgenommen. Dabei hat das Land eine ereignisreiche Geschichte und eine stolze Vergangenheit hinter sich. Wir haben hier die schönsten Erfindungen aus Österreich für euch gesammelt. Also los! Die Nähmaschine. Alle haben den berühmten Ausspruch, die Mode wird durch Paris diktiert, gehört. Aber nur wenige wissen, dass die erste Nähmaschine in Österreich erfunden wurde. Ohne diese Erfindung wäre die Textilproduktion noch heute auf erschreckend altmodischem Niveau. Klamotten wären teuer und unerschwinglich. Der Josef Madersperger gilt als einer der Erfinder der Nähmaschine, die sicherlich zu den wichtigsten Erfindungen aus Österreich gehört. Kaffeehäuser. Habt ihr schon einmal etwas von einem Kaffeehaus gehört? Das erste Kaffeehaus wurde 1685 in Wien eröffnet. Man erzählt sich, dass türkische Soldaten den Kaffee nach Wien gebracht hatten. Die Wiener fanden das neue Getränk toll und bald schon gab es viele Kaffeehäuser. Dort konnte man Freunde treffen, Billard spielen und Zeitung lesen. Wiener Kaffeehäuser wurden 2011 zum Weltkulturerbe erklärt. Die Kaffeehaustradition hat schließlich in Österreich ihren Ursprung. Und nirgendwo sonst gibt es wunderschöne Kaffeehäuser. Die Wiener Kaffeehäuser haben eine ganze Reihe an Wiener Kaffeespezialitäten hervorgebracht. Sie locken mit vielfältigen Kaffeevariationen, internationalen Zeitungen und Mehlspeiskreationen, Gugelhupf, Sachertorte und viele andere Torten und Kuchen verführen zum süßen Genuss. Postkarten. 1869 hatte der Klagenfurter Professor der Nationalökonomie Dr. Emanuel Hermann einen folgenreichen Einfall, indem er eine völlig neue Sendungsart vorschlug. Einfache Postkarten, nicht größer als ein Briefkuvert, die offen durch die Post versendet werden dürfen. Die Idee fand großen Zuspruch und noch 1869 wurden die ersten Korrespondenzkarten der Post aufgelegt. Mit durchschlagendem Erfolg. Schon im ersten Monat verkauften sich über 1 Million Stück. 1885 erhielten Privatpersonen die Erlaubnis, solche Karten zu erzeugen. Damit war der weltweite Siegeszug der Ansichtskarte nicht mehr aufzuhalten. Dank Österreicher haben wir heute die Möglichkeit, Grüße per bunte Postkarten einander zu senden. Zoo. Wer exotische Tiere hautnah erleben will, muss nicht unbedingt nach Afrika oder in den Dschungel reisen. Dafür könnt ihr einfach einen Zoo besuchen. Der Tiergarten Schönbrunn ist der älteste Zoo der Welt und ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbe Schönbrunn. Viermal in Folge wurde er als bester Zoo Europas ausgezeichnet. Als barocke Menagerie hat der Tiergarten eine interessante Vergangenheit, zählt heute aber zu den modernsten Zoo der Welt. Wiener Walzer. Ausgewöhnliche, schöne, anmutige und elegante Wiener Walzer hat die ganze Welt erobert. Die Anfänge des Walzers sind österreichischen Bauerntänzen des Mittelalters zu finden. Die Bezeichnung Walzer kommt aus Grundbedeutung sich walzen, also drehen. Seinen Siegeszug trat der Walzer nach dem Wiener Kongress im Jahr 1815 an. Die berauschenden Melodien des österreichischen Kapellmeisters Johann Strauss sowie dem Walzerkönig Johann Strauss Sohn haben entscheidend dazu beigetragen. Der Wiener Walzer gehört zu Wien wie der Tango Argentino zu Buenos Aires. Ein Stück Kulturgut. Der Walzer wird sowohl auf Hochzeiten und Bällen als auch zu Silvester und natürlich am Wiener Opernball getanzt. Der Wiener Walzer gehört seit 1963
als Turniertanz auch zu den Standardtänzen des Welttanzprogrammes. Strudel. Jeder Mensch hat einmal in seinem Leben über den Strudel gehört. Darum, auf der Wunschliste vieler Österreich-Touristen steht natürlich auch diese echte Legende. Bestehend aus einem hauchdünnen Teig und einer Füllung aus saftigen Äpfeln, Rosinen und gehackten Mandeln. Der Wiener Strudel. Er ist auf dem Gebiet des Habsburgerreiches entstanden, fand später Einzug in die jeweils nachfolgenden nationalen Küchen, österreichische Küche, und ist in allen Ecken der Welt verbreitet. Das älteste überlieferte schriftliche Rezept stammt aus dem Jahr 1696 und befindet sich heute in der Wiener Stadtbibliothek. Die saftige Süßspeise stand auf dem Menüplan von Maria Theresia und Kaiser Franz Josef, die zum Thema Apfelstrudel gesagt haben: Ein Tag ohne Strudel wie ein Himmel ohne Sterne. Fast alle haben sich den Film über Harry Potter angesehen und können an die fabelhaften Bilder mit dem magischen Zug, der in die Schule Hogwarts durch die hohen Berge fährt, erinnern. Aber habt ihr gewusst, die erste Gebirgsbahn in Europa war die 1854 eröffnete Semmeringbahn in Österreich. Sie wurde schon zu ihrer Zeit als harmonische Kombination von Technologie und Natur angesehen. Beeindruckend und faszinierend schlängelt sie sich durch steile Felswände hindurch, überquert Brücken und Viadukte, verschwindet immer wieder in einem der 15 Tunnels und bietet wunderschöne Ausblicke auf das Semmeringgebiet. Das Riesenrad. Der Eiffelturm, die Weltwunder, lächerlich. Als ein US-Brückenbauer 1893 das Riesenrad erfand, wurde er als Genie gefeiert. Seine Idee begeisterte seither die Massen als großer Jahrmarktspaß. Und er wurde das Wiener Riesenrad im Prater 1897 errichtet. Und es war zur damaligen Zeit eines der größten Riesenräder der Welt. Und bis jetzt bleibt es eine beliebte Sehenswürdigkeit und ein Wahrzeichen Wiens. Das Riesenrad ist besonders interessant für Touristen. Es fährt sehr langsam und man kann ganzes Wien von oben bewundern. Bambi. Wer Bambi ist, weiß jedes Kind. Wenn man fragt, wer ihn ausgedacht hat, werden viele antworten: Walt Disney. Aber das stimmt nicht. Der Vater von Bambi war der österreichische Schriftsteller Felix Salten. Das Buch erzählt eine Lebensgeschichte aus dem Wald über einen jungen Reh namens Bambi. Das Buch ist 1923 in Österreich erschienen und wurde 1942 von Walt Disney als Zeichentrickfilm erfolgreich verfilmt. Das war's! Danke Österreich für deine großzügigen Geschenke. Wir schätzen sie sehr und wir hoffen, dass alles, was wir euch heute erzählt haben, war für euch interessant und ihr habt viel Neues erfahren. Auf Wiedersehen, Freunde!